Am 16. Februar lud der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e.V. zur Generalbefragung in den Marienschacht Bannewitz ein. Circa 40 geladene Gäste waren der Einladung gefolgt, darunter auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Für Nicht-Bergbauinteressierte ist besonders der Name der Veranstaltung etwas irreführend, denn es war weder ein General vor Ort noch fand eine Befahrung statt. Die Generalbefahrung des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine ist das, was man landläufig unter dem Namen Neujahrsempfang kennt. Allerdings ist es ja so, dass im bergmännischen Bereich natürlich auch nicht nur Sachzeugen und Traditionen überliefert werden sollen, sondern auch die sprachlichen Eigenheiten. Und eine Generalbefahrung stellte früher in den Revieren eine auch von den höchsten bergbehördlichen Autoritäten durchgeführte Kontrolle der Stollen- und Grubengebäude dar. Und aus diesem Grund haben wir diesen Neujahrsempfang in Anlehnung an die historischen Zeiten Generalbefahrung genannt. Geladen waren an diesem Freitag nicht die verschiedenen bergmännischen Traditionsvereine, sondern Förderer und Freunde, Entscheidungsträger und Unternehmen. Der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine ist ja eine sehr alte Standesvertretung und wurde bereits 1957 gegründet. Er ging hervor aus einem Arbeitskreis des Kulturbundes der DDR und hat sich dann nach der Wende als einer der heute bestehenden Landesverbände in Deutschland firmiert. Es ist so, dass wir gegenwärtig 63 Mitgliedsvereine mit etwa 3.300 Einzelmitgliedern vertreten. Und der Sächsische Landesverband hat im Rahmen dieser Generalbefahrungen nicht die Vertreter der einzelnen Vereine hier vor Ort, sondern all diejenigen, die den Verband und damit also mittelbar die Vereine auch über das Jahr fördern, nicht nur rein finanziell betrachtet, sondern auch mental gesehen. Musikalisch wurden die Gäste der Generalbefahrung durch das Quintett des Bergmusikkorps Saxonia aus der Silberstadt Freiberg unterhalten. Musikalisch spielten zwei junge Musiker im Quintett mit. Wie sieht es denn allgemein mit der Nachwuchsgewinnung aus? Gibt es genügend Interessenten für die Pflege und Bewahrung des bergmännischen Brauchtums? Ja, ich glaube, zufrieden ist man nie. Wir sind auf einem relativ guten Stand. Gerade die schon alten und auch größeren Vereine, die sind dort auch sehr aktiv, was die Jugendarbeit betrifft, was auch Nachwuchsgewinnung betrifft. Allerdings muss ich ganz ehrlich zugeben, könnte es natürlich mehr sein. Und wir wünschen uns insbesondere nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die natürlich wichtig sind, um die Tradition dann auch in die nächste Generation zu tragen. Aber wir würden uns auch wünschen, dass mehr in der Altersgruppe ab 40 oder 50 Jahre, die dann in ihrem Leben ihren Platz gefunden haben, auch erkennen, woher die Identität des Landstriches kommt, in dem wir uns befinden, in dem wir leben. Und Sachsen ist reich an Traditionen, an Brauchtum, insbesondere an bergmännischen. Und wir können das nur immer wieder begrüßen und können das nur immer wieder befördern, auch diese Traditionen weiterzutragen in die Zukunft. Michael Kretschmer machte mit seinem Erscheinen in Bannewitz eindeutig klar, auch die sächsische Landesregierung steht zur Bergbautradition, möchte sie fördern und erhalten. Ja, den Rückenhalt in der Politik finden wir an den verschiedensten Stellen und wir haben sowohl auf der Ebene des Verbandes als auch auf den Vereinsebenen durchaus einen guten Stand mit den jeweiligen regionalen und überregionalen Politikern. Es wird ebenso gesehen, wie es auch der Verband selbst sieht. Die bergmännischen Traditionen, das Brauchtum, aber auch die Sachzeugen gehören zu diesem Land dazu. Deswegen streben wir ja auch unter anderem mit den Welterbetitel an für die Montanregion Erzgebirge, die einen großen Teil dieser historischen Landschaft, dieses Arbeits- und Lebensraumes ausmacht. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden. Insgesamt wurden 85 Bestandteile ausgewählt, um die montane Kulturlandschaft Erzgebirge Krušnohorje zu repräsentieren. Entscheidend für die Auswahl war eine vollständige Abbildung aller bedeutenden Merkmale der montanen Kulturlandschaft. Ein großes Ziel, dem man jetzt Stück für Stück näher kommt.
Also ich denke, wir sind, was die Initiative Welterbe und was die ja nun doch sehr, sehr starken und intensiven und auch, man muss es ja fast so sagen, kräftezehrenden Bemühungen betrifft, um die Erreichung des Titels doch sehr weit vorangeschritten. Und es ist ja nun jetzt nochmal neu der Antrag abgegeben worden, aber für meine Begriffe sind die Chancen, als Welterbe in der nächsten Zeit anerkannt zu werden, sehr hoch.